Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Quassus-Bild zeigen und wir legen einmal los. Mein Quassus-Bild benötigt zwei Former und sieht folgendermaßen aus. Als Stance haben wir Slicing Feathers drin. Das ist einfach der Grund, warum ich den drin habe. Die Auswahl ist nicht besonders groß da und der passt auch sehr gut zu der Waffe. Dann haben wir plus 165% Melee Damage, plus 120% Melee Damage für jeden Stabseffekt, der auf dem Gegner ist, plus 60% Crit Chance, umso höher unser Combo Multiplier, desto höher die Crit Chance, plus 30% Attack Speed, stapelbar bis zu 75% bei jedem Crit, den wir landen und das dann immer für 24 Sekunden. Dann haben wir plus 60% Electricity, plus 60% Status Chance, plus 60% Toxin, plus 60% Status Chance. Dadurch kriegen wir Corrosive Damage und dann haben wir nochmal plus 60% Hitzeschaden, plus 60% Status Chance und zu guter Letzt plus 90% Critical Damage. Wodurch wir auf Stats kommen von einer Crit Chance von 30%, Crit Multiplier von 3,8 mit einem Statuswert von 33,6. Heat Damage von 365,7, Corrosive Damage von 731,4 und das Ganze gucken wir uns natürlich einmal an Level 100 Gegnern an. Die Melee-Waffe ist einmal ganz normal zum Schlagen verfügbar und es ist aber auch noch möglich, dass wir, ja, ihr seht ja schon, das ist wie so ein Fächer, wo Messer dran sind, dass wir diese Messer auch werfen können. Wenn wir jetzt mal hier zielen, zack, da fliegen die Messer. Das ist auch eine Möglichkeit, wie ihr die Waffe natürlich aus der Ferne ein bisschen benutzen könnt und schon mal ein bisschen Schaden machen könnt. Aber ansonsten geht ihr einfach zum Gegner ran und ja, macht ganz normale Attacken und die Gegner werden auch dann down gehen. Es ist nicht die stärkste Waffe, muss ich sagen. Es gibt definitiv stärkere, aber für Level 100 Gegner ist es die auf jeden Fall möglich zu benutzen. Ja, die Gegner sind eliminiert, hat jetzt nicht allzu lange gedauert. Wie gesagt, die stärkste ist es nicht, aber Level 100 Gegner gehen damit auf jeden Fall noch gut klar. Ansonsten, wie immer, schreibt gerne in die Kommentare, wie euer Bild aussieht, was ihr anders machen würdet. Und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.